Ja. Mann, Zwerg, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht immer den ganzen Tag dumm schaufeln. Ach, hätte ich doch mal was gelernt, Mensch. Ah. Kommt Zeit, kommt Gneis. Ja, meistens. Vor allem bei Kavernenbau. Okay. Ja, stimmt. Das ist ja auch noch so ein Thema jetzt. Nummer 1. Oh, nicht heute. Oh, nee, nicht jetzt. Okay, ich bin genau jetzt im Vierersegment. Das heißt, hier müsste eigentlich die Kante kommen für die Rundung. Das heißt, das ist der letzte Dungschieber, den wir hier machen. Ja, mehr Dung geht quasi nicht. aus was willst du denn dann die Säulen und diesen ganzen Kram machen? Beton. Beton. Für die Straße. Also, nee, wenn du die auf Stelzen setzt, dann musst Ja. du ja, die Stelzen, die Säulen müssen ja auch aus irgendwas sein. Beton. Die Bin schauen ich halt jetzt. mit Beton halt einfach am geilsten aus für so eine Straße, weißt du? Mit Okay. so straßenumfassten Beton. Ich glaube, das könnte cool aussehen, oder? Also, da musst du allerdings mit dem auskommen, was momentan oben ist. Ja, Da gibt's. du, das, bis wir hier Betonsäulen reinziehen, sind wir ehrlich. Ich sag's dir ja nur, wir haben ja vorhin erst festgehalten, wie wichtig die Planung in dem Spiel ist. Und da will ich dir natürlich eine ordentliche Planungsgrundlage verschaffen. Das ist wunderhübsch ist. Ich bin dir dankbar, wenn ich jetzt nicht abgestürzt wäre, sogar noch mehr. Aber verdammt, jetzt komme ich da nicht mehr ran, oder was? Kann mir irgendjemand sagen, warum wir in der Treasury Guthaben in Consent und Kirito-Credits haben? Die hat wahrscheinlich irgendwann mal irgendjemand umgetauscht. Irgendjemand muss damit irgendwas gemacht haben. Was war denn da hier? Ich fände das so genial, dass ich hier wirklich einen ordentlichen Überblick über die Eingänge habe und hier sehen kann, was da passiert ist. Jesus Beck. Hey, Mr. Blueberg. Der Lefrent. Folgendes. Ich habe mich jetzt gerade mal mit Ende und der Glasgrotte zusammengesetzt, Ja. bezüglich des Baumschutz- und Tierschutzgesetzes, dass wir folgendermaßen ein wenig abändern wollten. Einerseits die Jungbäume, haben wir gesagt, lässt sind 50%, weil man das offensichtlich bei Kakteen so gar nicht erkennen kann, ob das jetzt 75, 100% sind. Sogar 25% machen. Aha. Ja. Und ich hätte noch eine zweite Anmerkung, weil ich das nämlich hier in meinen in der Übersicht sehe. Es gibt wohl bei dem Shop-Tree-Dingens, kannst du in der If-Condition, also in den Parameters, gibt es die Abfrage, ob der Tree schon auf dem Boden ist, ob er mit dem Chop umgekloppt wurde und solche Geschichten. Und da sollte man eventuell für diese ganzen Geschichten, wo es Geld kosten würde, sowas machen wie If not on ground. Weil sonst passiert genau das, was du vorhin beschrieben hast. Da liegt einer auf dem Boden und für jedes Mal, wo du. Ne? Ist am Boden. Ja, if am Boden macht nix. Else Probleme. Ansonsten if not am Boden, so wie es jetzt ist. Das macht ja gar keinen. Ich bin gerade verwundert, ich bin gerade verwirrt, warum er mir nicht eine zweite. Da muss ich wahrscheinlich drauf drücken, wo ich es nicht gesehen habe. Der Mond Z und G Ankauf handelt tatsächlich in Kirito Credits. Siehst du gerade? Und Entenhausen hat 6 Konzent als Direkttransfer überwiesen. Okay. Das war wohl eher so zum Trollen gedacht. Die hatten doch irgendwie, nee, nee, ich habe die mal gefragt, die haben gesagt, die haben irgendwie mal so einen Deal gemacht und zahlen das jetzt quasi als Schulden irgendwie zurück. Ich meine, da war irgendwas. Aber weißt du, dass 6 Konzent als Direktüberweisung aufs Regierungskonto rüberkloppen, ist auch mehr so ein Ja hier, nimm die Scheiße.
Wie viel hat Zwergs Baumfell-Aktion gerade gekostet? Ich habe keine Ahnung. Ich hab da jetzt. Ich zahle auf jeden Fall unbeschreiblich viel Steuer dafür, ja. Schau mal schnell. Moment, nee. Alter Schwede. Okay, warte mal. Wo ging das los? Wie viel, was? Wie viel habe ich denn gezahlt dann? Ja, ich glaube, das hat mich jetzt pleite gemacht gerade. Also, ich habe 50 gezahlt. 100. 150? 200. 250? 300. 350? 400. 450? 500. 550? 600. 650? 700. 750? 800. 850. Ja, ich sehe es hier gerade vor mir. Ah, nee, Moment, stopp. 800. 800 habe ich geblecht für einen Baum. Nee, oder waren es zwei? Ich weiß, ich glaube einen. Müllgesetz. Action Trigger. Transfer to Account. Okay, da habe ich wieder was gekriegt. In 20er Schritten wieder zurück. Nee, und da ging es weiter. Moment, stopp. Und da ging es weiter. Chop Tree ist auch jedes Kleinmachen von einem Baum gemeint. Deswegen ja, löst er so genau, oft auf. Genau das, was ich gerade zu Code Blue das gesagt habe. Das ist das, was wir jetzt gerade ändern wollen. Genau. Chop Stump ist hier zum Beispiel drin. Also ich habe jetzt im Prinzip den ganz normalen Compare. Growth Percentage less or equal to 50%. Genau. Und es darf nicht on the ground sein. Ja. Das klingt gut. Weil da geht's nämlich noch weiter. Ich habe nämlich einen zweiten, das ist der Baum, den Zappis, glaube ich, mal umgenietet hat und dann liegen gelassen hat. Den ja, habe ich jetzt. Ja. Du, dieses On-Ground, das reicht nicht ganz aus. Weil wenn du auf den Baum einprügelst, um ihn zu fällen, da haust der auch schon 6-7 Mal drauf und es soll eigentlich nur dann was kosten, wenn man ihn tatsächlich umhaut. Mhm. Das heißt, man bräuchte diesen Trigger. Statt dem on ground bräuchte man ein if was felled, also das nur bei dem Schlag, der es tatsächlich umschmeißt, was passiert. Ich bin noch gerade auf dem Weg ins Büro, sprich, ich kann da gerne auch mal reinschauen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt Growth Percentage und not on the ground. Also das ganze Ding, dass beides da sein muss. Aber trotzdem, dass du während dem Fellvorgang bei jedem Mal, wo du drauf haust, einmal zahlen müsstest. Ja, fein, ne? Nee, das ist ein bisschen das viel. Das sorgt jetzt dafür, ja, gut, dass aber ich... Aber dafür setze ich ja den Wert dann einfach runter. Den Textwert. Nee, das macht schon Sinn, wenn du den Trigger erst dann auslöst, weil sonst blickst du auch irgendwann nicht mehr durch. Weil ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin von 1360 auf... Wenn du versehentlich drauf hast, also das Einzige, was man argumentieren könnte, wäre ja okay... Das bedeutet, man erkennt, dass der Baum zu jung war, weil gleich beim ersten Mal drauf waren irgendwie 20 Zwergteiler weg sind. Mm, genau. Das ist die einzige Argumentation. Which is fine, I guess. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein zweites Gesetz auf jeden Fall hinzugefügt mit dem Tierschutzgesetz. Ah, welches in der Theorie alles unter 125 Tieren sollten prevented werden. Also alles, wenn 125 Tiere oder weniger in der Population hier vorhanden sind. Mhm. Und alles unter 250 wird halt schlichtweg bestraft. Mit einem, ich habe jetzt einfach mal 50 als Wert genommen, aber. Das ist okay, das ist nicht übermäßig viel. Und als letztes wollte ich jetzt noch den Plant Seed hinzufügen. Das, wenn man einen Baum pflanzt, dass man dann irgendwie 3 Zwergteile oder sowas wieder kriegt. Ist ja kein großer... Muss ja nicht viel sein. Aber wenigstens da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir nicht für die Bäume mit den Pflanzen, da hatten wir doch irgendwo was. Schau mal gerade noch mal nach. 100. Mach weiter, Zwerg. Also, zwei Bäume haben mich komplett pleite gemacht jetzt. Ich habe kein Geld mehr. Du hättest auch einfach warten können, bis das Gesetz hier durch ist. Ich muss hier eh aufräumen. Die Abstimmung dauert eh noch mal ein gutes Stück, ja, außer ihr
bügel das mit einem Admin-Command durch, was meiner Meinung nach fair wäre, weil das, was im Gesetz war, war ein Bug. Muss man klar sagen. Da wird auch, glaube ich, keiner was dagegen haben, wenn wir das im Turbo-Modus machen. Vermutlich nicht. Also, was haben wir denn? Müllgesetz, bla bla bla. Was ist... Ding bei dem Jungbäumengesetz, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wann er mir jetzt, wenn ich bei Wenn einen auf Plus drücke, wenn er mir dann eine komplett neue Wenn-Funktion gibt und wann er mir nur so eine Unterkategorie gibt. Es kommt drauf an, wo du auf Plus klickst. Also ich schau mal hier in eines rein. Also oben sollte dir eigentlich immer eine neue If-Bedingung geben. Ja. Macht er bei mir nicht. Oh nein. So. Und sonst geh gerne mal ins Baumschutz- und Tierschutzgesetz und ändere das so, wie du es meintest. Chuck Tree. Old Redwood Prevent. Okay, das ist in Ordnung. Dann hier Chop Tree, egal welche Species. Okay. When Growth weniger als 50. Wollen wir da noch ein bisschen runtergehen? 35 meinetwegen. Können wir auch machen. Ja. Dann kann man sich einigermaßen sicher sein, dass man es auch sieht. So, und dann hast du das Not on Ground. Ja, ist doch wunderbar. Und du hast ein If All, also es ist eine Und-Abfrage. Das ist genau das, was du haben willst. Gut. oder was war dein Ziel? Nee, also so wie es von euch klang, war das so, ja, das ist falsch, wie du es gemacht hast. Wir müssen das anders machen und das war okay. Dann warte ich mal drauf ab, was jetzt euer Plan ist. Ja. Deswegen, das klang so, als hätte ich irgendwo einen Fehler eingebaut und wüsste jetzt gerade ehrlich gesagt einfach nicht, wo der wäre. Man ja machen kann. Man könnte das Not on Ground nehmen, okay, oder man könnte Held nehmen. Was also bedeutet, dieses Ding triggert nur, wenn der Chop tatsächlich dazu geführt hat, dass der Baum gefällt wurde. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, können wir auch machen, tatsächlich. Dann müssten wir allerdings die Strafe wieder ein bisschen hochsetzen. Das können wir ja dann ja. Alles bloß ist auch okay, ja. Ich sag's mal, wenn du auf den Baum draufhaust und plötzlich siehst, oh scheiße, das hat 25 gekostet, dann lässt du den Baum in Ruhe. Mhm. Die Alternative ist bei dem, so wie ich es mir vorgestellt hatte, du klopfst auf den Baum rum, da kommt auch keine Meldung, aber sobald du ihn fällst, macht es zack und du bist kohlelos. Mhm. Nee, ändere das gerne ruhig. Du bist ja gerade im Bearbeitungsmodus. Ich finde das mit Not on Ground ehrlich gesagt okay. Ich finde das besser, weil es dir eine Warnung gibt. Fein. Ist in Ordnung. Und bei der Tierschutz, bei dem Tierschutzgesetz kannst du da auch mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob man das checkt am Ende des Tages. Nach dem Motto, wenn die Population unter 25 ist. Und her, das None hier muss weg. Also. Trigger dieses hier, wenn 27 und so weiter. Das war equal zu 250. Ja, nee, so wie es jetzt formuliert ist, würde es dazu führen, dass du. So willst du es nicht haben. Brauchen wir F. Compare. Und dann haben wir Left Population. Das ist auch nicht korrekt. Da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ja, wenn ich es programmieren müsste, könnte ich es dir ratzfatz hinschreiben, aber... Der kommt wahrscheinlich nicht darauf klar, dass beides less than ein Wert ist. Der muss wahrscheinlich... Ja, die Sache ist, du wirst immer das... immer wenn das kleiner als 125 triggert, triggert auch das kleiner als 250 logischerweise. Ja gut, aber kleiner als 125 geht ja schon gar nicht. Das wird ja komplett prevented. Dann wird die Aktion ja gar nicht erst ausgeführt. No?
mal. Ich muss, in der Textdarstellung ist es einfacher. Ja, im Text steht es immer besser. In der Textdarstellung sieht man auch, dass es richtig ist, weil dein zweites if nämlich ein else if ist. Ja, da passt's. Genau. Das war das, was ich immer vorgelesen habe, wenn ich Gesetze... Passt alles, alles wunderbar. Okay, dann noch die letzte Sektion, die muss ich gleich noch umbenennen, klar. Page Citizen... Ist Citizen richtig? Ja, ne? Ist immer gut, wenn noch jemand drüber gucken kann. Also ich glaube, dass das so funktioniert... Ich hab's bei mir immer mit einem Transfer statt mit einem Pay gemacht. Ja gut, das Pay Citizen from the if unevent plant seeds. Pay Citizen, das müsste dann derjenige sein. Planting the plant steht auch dabei beim Mossover. Prevent if unable to pay. No. Weil, wenn die Regierung das aus irgendeinem Grund nicht auszahlen kann, wollen wir trotzdem nicht verhindern, dass der das pflanzt. Ah, okay, lol, okay. Und bei dem if, da brauchst du keine Bedingung drin, sondern das ist ja eigentlich bedingungslos. Ah. Ah. Okay, dann ändere ich jetzt noch einmal kurz den und Text jeweils. Du kannst gleich, wenn du da wieder reingehst, ich gehe ja gleich wieder raus, dann schau mal genau bei deinem Section 5 mit deinen Seeds. Bei der if-Bedingung gibt es nämlich zwei Plusse. Eins ist das Plus am if. Und dann gibt es unten noch ein Plus, wo daneben steht else, Punkt, Punkt, Punkt. Und mit dem Plus am if machst du eine neue Condition an das if dran und mit dem else machst du ein else if. Zack, ich bin raus aus dem Ding. Aber brauche ich in dem Fall nicht, ne? Das Müllgesetz, da bin ich gerade in der Revision, die in Abstimmung bin, etwas uneins damit. Aber das muss ich, wenn dann Ente. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Das ist jetzt Höhe 76. Ist das jetzt 76? Doch, die Höhe ist die Höhe, wo wir hin wollten. Okay, sehr gut. Puh. Weil das am Ende nochmal alles umzubauen, habe ich keinen Bock drauf. So, das heißt, das ist die Höhe, wo wir am Ende hin wollen. Sehr schön. Habt ihr sonst noch gesetzestechnisch Wünsche oder gab es noch irgendwas aus dem Discord, was ich eventuell verpasst habe, was auch noch gemacht werden sollte? Nichts, was mir gerade auch spontan einfallen würde. Also ich glaube, das wären jetzt erstmal so die dringendsten. Es gab, glaube ich, nochmal einen Vorschlag, der ging da, warte mal, wo waren das? Die CO2-Steuer, aber die ist nie... komplett durchdiskutiert worden. Das ging jetzt, glaube ich, das wurde jetzt an die Öfen gebunden, wenn der Totalwert überschritten ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber Zappis, da weißt du vielleicht mehr. Wie bitte? Ich habe gerade nicht zugehört. Der, die CO2-Besteuerung, glaube ich, ist ad acta gelegt worden und dafür hat man dann drüber nachgedacht, ob man nicht die, also die Öfen gehen jetzt quasi ja dann aus in dem Moment, wo die
wo die Limits erreicht werden, aber es würde keine globale CO2-Steuer oder sowas beabsichtigt aktuell. Das war noch im Gespräch gewesen, aber das ist, glaube ich, schon wieder hinfällig. Ja. Gut, dann gebe ich das mal zur Abstimmung frei. So. Nein, meine schönen Bäumchen. Danke, Zappes. Die Leute, die nicht schreiben wollen, sondern immer reden wollen. Ich bin gleich wieder da. Jo, bis gleich. Muss doch gehen, oder? Jo. So. Hat das jetzt geklappt oder hat es nicht geklappt? Ja, das hat geklappt. Super. Ja gut. Die erste Baumreihe in Blauberg steht. Mal gucken, ob es lang genug durchhält. Habe ich noch irgendwelches anderes Saatgut? Das Zeug. Sieht man irgendwo, in welchem Biom das Saatgut am besten wächst? Oder muss man das nachgucken? Aber es steht nicht im Tooltip, glaube ich. Keine Ahnung, ich probiere es jetzt einfach mal. So, warte mal, ich brauche eine andere Musik. So. Schaut gut aus. Okay. Ja. Mal gucken, ob das wächst. Keine Ahnung. Ist jetzt eher mal ein Versuchsballon. Schauen wir einfach mal. Ob auch die Tannen bei uns wachsen. Ich denke ja, weil wir werden die ja irgendwo hierher haben. Und da hinten sehe ich auch welche. Also es könnte sein, dass es gut aussieht. Dann haben wir hier die Eichen und diese Tannen hingepflanzt. Das ist doch gar nicht so schlecht. Könnte man theoretisch jetzt hier unten eigentlich auch machen. Da, wo so eklig aussieht. Gut, und hier ist das ganze Holzzeugs. Und
wie auch immer dieser Truck hier... Ach, das war der Truck, wovon Zappes erzählt hatte. Ja, ja. Mhm. So. Gut. Schauen wir mal. Dann geht's weiter. Wir werden jetzt mal ganz kurz schauen, dass wir den Teil nochmal aufräumen. Dann haben wir hier im Forst ein bisschen aufgeräumt. Und dann haben wir noch hier noch Kisten. Was ist da drin? Ah ja. Es geht eben im Laufe der Zeit alles kaputt. Okay. Ja. Hier kommst du nicht anständig hoch. Aber hier. Bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Ob das so ein bisschen... Das sollte ja eigentlich... Man sieht ja auch schon, wie viel Baum jetzt hier mehr ist. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Theoretisch könnte man hier noch Eichen weiterpflanzen. Bis hier rüber eigentlich, ja. Da hinten baut sich gerade die Regierung auf. Sehr schön. Schöne Sache. Gut, Essen sollte ich auch noch mal holen. Sag mal, Code Blue? Ja. Ich habe noch genau 50 Zwergtaler. Von 1360. Also, ist jetzt nicht so, als hätten wir das gewusst, dass da ein Fehler im System ist. Nein, Zappes, unser lieber Finanzminister, hat ja schon gesagt, wenn das so extrem ist, kann er dir im Zweifel nochmal wieder was zurückgeben, weil so war das Gesetz ja auch gar nicht gedacht. Ja, fein. Mhm. So, wenn du jetzt, keine Ahnung, 1000 Zwergtaler da ausgegeben hast, wenn du da dann entsprechende Zahlungen wieder kriegst, ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ja, ja. So. Gut. Okay, Electronic habe ich jetzt bald auf 5 und Industry dauert halt ewig. Stefan, einen wunderschönen guten Abend. So. Jetzt muss ich mal schnell boten gehen. Ah, kann ich das hier? Nee, ach so, ich muss da in die... Ich muss da in den Browser rein, das mache ich jetzt gerade nicht, das mache ich dann nach dem Stream. Kriege ich sogar ein bisschen was. Gut, das läuft soweit alles. Das ist wunderschön. Haben wir da jetzt eins drin? Nee. Doch, tatsächlich. Bei Blue Steel ist es verfügbar. Ein Lagersilo.